Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video bzw. Podcast geht es mal wieder um den Fall von Hanna W., um News aus dem Gerichtssaal. Also der Prozess, der sich ja als recht einfach andeutete, zieht sich mehr und mehr. Am 21. und 22. Dezember ging es um verschiedene Dinge. Am 21. Dezember unter anderem erst einmal um das Thema, ob die Verletzungen, die an Hanna festgestellt wurden, auch dadurch entstanden sein könnten, dass sie dort im Wasser getrieben ist. Und diesbezüglich gab es dann Drohnenbilder, die in der Verhandlung gezeigt wurden. Und dort heißt es in einem Artikel, so friedlich die Drohnenbilder wirken, so geladen war die Atmosphäre im Saal. Am Tag 21 des Mordprozesses um den gewaltsamen Tod von Hanna W. aus Aschau gerieten die Prozessparteien abseits der Flugbilder von der Prien aneinander. Es heißt dort, dass es mit den Drohnenbildern hoch über den Scheichergraben losging und dann über den Bärbach und schließlich die Prien entlang. Man sieht dann dort auf den Drohnenbildern Gewässer, daneben eben die Häuser, Bäume und Spazierwege. Und dann noch Wiesen. Allerdings wurden natürlich diese Drohnenbilder jetzt aufgenommen. Alles ist mit Schnee überdeckt. Das ergibt natürlich ein friedliches Bild. Und dann fällt es natürlich schwer, sich vorzustellen, wie es dort nach heftigen Regenfällen aussehen könnte. Klar ist nur, dass Hanna eben einen 12 Kilometer langen Weg durch das Wasser genommen hat. Begann am Morgen des 3. Oktober 2022. Aber wie kam nun die Verletzung zustande? Das ist immer noch die Frage vor Gericht. Von Sebastian T., der seit nunmehr 9 Wochen vor der 2. Jugendkammer des Landgerichts Traunstein sich wegen heimtückischen Mordes verantworten muss, oder von der Natur, von Felsen im Bett der Prien zum Beispiel. Es stellt sich also immer noch die Frage, war es eine Gewalttat oder war es ein Unfall? Und kurz nach der Autobahn München-Salzburg überfliegt die Drohne dann ein erstes privates E-Werk. Und dort folgen dann Mühlen an der Prien und dort gibt es Wehre, Schleusen, Rechen, Turbinen und Seitenkanäle. Und da ist eben die Frage, ist es möglich, dass dort einem Körper Verletzungen zugefügt werden können, wie sie Hanna aufgewiesen hat. Die Verteidigung geht auf jeden Fall davon aus. Und ob sie damit richtig liegen könnte, das wird sich eben nicht so schnell beantworten lassen. Dieses Video wurde am 27. November 2023 gedreht und es gibt natürlich wenig Aufschlüsse. Bärbach und Prien führten in Hannas Todesnacht kräftiges Hochwasser und das war dann im Prinzip ein komplett anderes Gewässer. Ich meine, jeder kennt es von uns, oder die meisten kennen es vielleicht. Es gibt einen kleinen ruhigen Bach, der einfach nur dahin fließt. Aber wenn es dann Hochwasser gibt, wenn es starke Regenfälle gibt, dann wird aus diesem kleinen Bächlein dann schon ein etwas größeres Gewässer mit stärkerer Strömungskraft. An diesem 3. Oktober 2022 war der Wasserpegel ca. 70 cm höher als in dem jetzigen Video. Und viele Steine, die im Video wie Hindernisse wirken, waren damals reichlich von Wasser überspült. Allerdings hatte die Prien damals eine Wucht, die einem das Video nicht im Mindesten vermitteln kann. Also 30.000 Liter Wasser sollen damals geflossen sein, pro Sekunde. Und es gibt dort einen Mann, der vielleicht Antworten hätte, der ist aber noch nicht geladen. Dabei handelt es sich um Professor Andreas Macharek aus München. Der ist Hydromechaniker und er hat nun im Auftrag des Gerichts den Job als Gutachter bekommen. Er wird sich das Video auf DVD ansehen und dann die Prien selbst aufsuchen. Und sein Gutachten könnte dann erklären, ob Verletzungen wie die von Hanna durch den reißenden Fluss erklärt werden können. Und weil es dann noch zusätzliche Zeugen wie Angestellte der Wasserkraftwerke an der Prien braucht, und auch die neuen Gutachten, wie zum Strömungsgeschehen der Prien,
die dann präsentiert werden müssen, hat das Gericht hier zusätzliche Verhandlungstage im Januar festgelegt. Verhandelt wird also dann nochmal am 22. Dezember, zu dem Tag komme ich ja gleich noch, und dann am 4., 11., 16., 23., 25. und 30. Januar, sowie am 1. und 8. Februar. Und dann geht es mal wieder um einen Beweiseintrag der Verteidigung. Der Rechtsanwalt der Nebenkläger feuerte dann gegen den Beweiseintrag der Verteidigung, der eine Untersuchung von Stefan T.'s Smartphone vorsieht. Denn die Verteidigung führt an, dass Sebastian T.'s nächtliches Lauftraining und seine Spielaktivität am Handy keine Zeit für einen Mord übrig gelassen hätte. Also hofft sie auf den Nachweis, dass Sebastian T. auch wirklich gespielt hat. Der Vertreter der Nebenklage, also Walter Holderle, geht aber davon aus, dass sich die Verteidigung bei der Länge der Joggingstrecke verrechnet habe. Nach seiner Auffassung ist es so, dass Sebastian T. viel mehr Zeit übrig gehabt habe. So rechnet er es vor. Denn die Laufstrecke sei in Wirklichkeit nur halb so lang wie die angegebenen 4,5 Kilometer. Sebastian T. habe tatsächlich 10-12 Minuten gehabt, die Tat auszuführen. Ja, und dann gab es das nächste Scharmützel, und zwar Staatsanwalt Wolfgang Fiedler wendet sich gegen die Behauptung der Verteidigung, der Knastzeuge, der Sebastian T. in der Untersuchungshaft kennengelernt und schwer belastet hat, sei ein notorischer Lügner. Es handelt sich um Behauptungen, die so haltlos seien, dass das Verlangen der Verteidigung nicht zum Beweiseintrag taugen. Der Verteidiger Dr. Markus Frank stellte gleich anschließend den nächsten Beweiseintrag. Und auch dieser Beweiseintrag soll die Glaubwürdigkeit des Mithäftlings erschüttern. Da ist die Frage, ist es denkbar, dass sich der Untersuchungshäftling seine Geschichte von Sebastian T.'s Mordgeständnis aus Zeitungsberichten zusammengereimt hat? Und er trägt dann 2-3 Dutzend Schlagzeilen von dem Prozessstart vor, von Zeitungen aus ganz Bayern. Demnach könne sich der Zeuge tatsächlich über Aspekte des Falls informiert haben. Weiterhin natürlich immer noch die Frage, ob er das Ganze einfach so gut wie möglich genutzt hat, um bei seiner bevorstehenden Verhandlung einen Vorteil zu erzielen. Denn die Richterin Aspichler ist in seinem Fall auch die Richterin. Und in den von dem Verteidiger Frank aufgelisteten Medienberichten war dort nämlich auch schon von fehlenden DNA-Spuren oder sexuellen Absichten des Angeklagten die Rede. Handys haben die Gefängnisinsassen natürlich nicht, aber Zeitungen dürfen sie lesen. Und das ist natürlich der nächste Schritt der Verteidigung, den Knastzeugen unglaubwürdig zu machen. Bereits in den letzten Wochen meinten die Verteidiger, der Mithäftling sei schon früher als notorischer Lügner aufgefallen. Er habe sich durch die Belastung Sebastian T.'s Vorteile für sein eigenes Verfahren erhofft. Denn auch er sitzt wegen eines Sexualdeliktes. Ja, und dann ging es nochmal um die mittlerweile allseits bekannte Zeugin Verena R. Indirekt zumindest. Denn nachdem sie ja vor 2 Wochen die Aussage vor Gericht verweigert hatte, wurden vor Gericht Videoaufnahmen ihrer polizeilichen Vernehmung gezeigt. Und dabei war das Wichtigste, dass Verena R. ungefähr 1/2 Dutzend Mal wiederholte, dass es der Abend nach Hannas Tod war, an dem Sebastian T. ihr gegenüber gefährliches Wissen offenbarte. Und Wissen eben über Hannas Tod, das zu diesem Zeitpunkt eben nur der Täter haben konnte. Dann wurde noch ein großer Karton mit Kleidungsstücken in den Gerichtssaal gebracht, und es handelt sich dabei um die Kleidungsstücke, die Hanna am 3. Oktober 2022 trug. Auch ihre Jacke oder ihre Tasche wurden ausgepackt und dann dort den Schöffen, Richter, Verteidigern und dem Staatsanwälten gezeigt. Die einzelnen Kleidungsstücke werden dann auf Material oder abgewetzte Stellen analysiert, allerdings ohne, dass man daraus neue Erkenntnisse gewinnen würde. Ja, wie ihr seht, es sieht einfach so aus, als wenn man sich einfach nur noch, ja, teilweise ein bisschen im Kreis dreht und dass man in dieser Verhandlung momentan wirklich nicht weiterkommt. Ja, und dann ging es am nächsten Tag weiter, also den 22. Dezember.
Und an diesem Freitag reden dann die psychiatrischen Sachverständigen. Aber auch sie können nicht weiterhelfen, ob Sebastian T. eine Tat begangen hat, für die es keine Beweise gibt. Keine DNA-Spuren, keine Videoaufnahmen, keine Zeugen. Aber sie können dann die Persönlichkeit von dem Angeklagten einschätzen. Und sie können helfen bei der Frage, ob Sebastian T., der vor wenigen Tagen 22 Jahre alt geworden ist, nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden soll, falls er verurteilt werden sollte. Und dort heißt es, der Schlag gegen die Wand ist die größte Auffälligkeit rund um die Gespräche mit Huppert, also es ist einer der Psychiater, und den Tests, die eine Psychologin mit Sebastian T. gemacht hat. Er ist zu ihnen stets freundlich und höflich, etwas schüchtern zwar, antwortet aber auf alle Fragen und zeigt sich bemüht, so wie er es in seiner eigenen Schilderung nach auch in seiner Arbeit sei. Zugleich ist er aber wohl sehr unsicher. Manchmal wirkt er wie ein Einzelgänger, dann aber sucht er nach sozialen Kontakten. Eine psychiatrische Erkrankung schließen die Sachverständigen aus. Auch ein großes Aggressionspotenzial erkennen die Sachverständigen bei Sebastian T. trotz des Schlags gegen die Wand nicht. Er sei vielmehr aggressionsgehemmt, sagt die Psychologin Nicole Livon. Er sei sich der gängigen Spielregeln bewusst und zeige eine selbstquälerische Gewissensaggressivität. Wie das zusammenpassen könnte mit dem, was die Staatsanwaltschaft Sebastian T. vorwirft, dass er also Hanna W. am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 auf ihrem Heimweg aus dem Aschauer Club Eiskeller von innen attackiert, ihr mehrmals mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und sie dann in den Bärbach geworfen haben soll. Dazu sagen die Sachverständigen nichts. Abstrahiert, sagt Hubert lediglich, sei es vorstellbar, dass es im Kontakt zwischen Täter und Opfer zu einer narzisstischen Kränkungssituation kommt, die der Täter dann in massive destruktive Gewalt ausagiert, um unter Umständen sein labiles Selbstgefühl zumindest für die Situation herzustellen. Das sei aber, betont der Psychiater, spekulativ. Also mit diesem Faustschlag gegen die Wand hat es wohl Folgendes auf sich. Der muss wohl nach irgendeiner Unterredung oder eben nach einem Gespräch mit einem Psychiater oder einem Test dann seiner Hand wohl mit voller Wucht gegen die Wand geschlagen haben. Und die Sachverständigen haben dann eben an diesem Freitag, dem 22. berichtet, dass er zumindest bei ihnen die Tat bestritten hat. Dabei habe er dann auch ausgeführt, dass gewisse Dinge dagegen sprechen, dass er der Täter sein könnte. Denn Sebastian ist 1,67 Meter groß, fast 20 Zentimeter kleiner als Hanna. Daher sei es dann von der Physis her gar nicht möglich, diese irgendwo hinzuschleppen und sie dann in den Bärbach zu werfen. Überhaupt die Größe von Sebastian T. scheint wohl ein ziemliches Problem für ihn gewesen sein. Denn diese belastet ihn offenbar seit seiner Kindheit. Als Grundschüler war er in einer Förderklasse, die das Material der ersten Klasse auf 2 Jahre verteilt. Später war er auf einer Förderschule, wo er seinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht hat. Und auch wegen seiner Größe wurde er gehänselt und reagierte dann, laut Huppert typisch, indem er einerseits Streits provozierte, sich aber andererseits immer wieder zurückzog. Und auch in anderen Situationen war die Größe immer wieder ein Thema. Er verlor beim Armdrücken gegen Mädchen. Er verlor bei den Pfadfindern beim Seilziehen. Er konnte anders als andere Gleichaltrige in der Arbeit Heizkörper nicht alleine tragen. Und als er den Führerschein machte, wurde er gefragt, ob er einen Kindersitz brauche, um überhaupt ans Lenkrad zu kommen. Mit der Aufgabe, mit seiner Größe zurechtzukommen, ist er noch nicht fertig, sagte Huppert. Einig sind sich der Psychiater Huppert und die Psychologin Liovon darin, dass Sebastian T. mehr dafür spreche, dass von einer Reifeverzögerung ausgegangen werden könne. Dass also mehr dafür spreche, ihn beim Schuldspruch als Jugendlichen zu verurteilen, nicht als Heranwachsenden. Was praktische Dinge angehe, sagte Huppert, zeige Sebastian T. zwar einen erwachsenen, anmutenden Rahmen, vor allem in der Arbeit. Dort sei er belastbar und zeige eine gewisse Arbeitsmoral
und zugleich Vermeidungsverhalten. Die reife Verzögerung erkennen die Sachverständigen vor allem daran, wie schwer es ihnen manchmal noch falle, soziale Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Sie erkennen sie auch daran, dass er sich noch nicht von seinem Elternhaus gelöst habe. Und sie erkennen sie auch an seiner Sexualität. Als er über diese gesprochen habe, sagte Hubbard, habe er geklungen wie jemand, der in die Pubertät kommt. Und auch über seinen Alkoholkonsum haben die Sachverständigen mit Sebastian T. gesprochen. Mehrere Zeugen haben vor dem Landgericht ja bereits berichtet, dass Sebastian T. in den Wochen vor seiner Verhaftung plötzlich deutlich mehr getrunken habe, dass er sich manchmal sogar habe übergeben müssen. Er habe Probleme in der Arbeit und in der Familie gehabt, hat Sebastian T., der Psychologin Livon, gesagt. Sein Großvater sei krank gewesen, sein Kaninchen gestorben. Und auch die Vernehmung der Polizei, die ihn damals noch als Zeugen betrachtet hatten, hätten ihn belastet. So, das waren die aktuellen News in dem Fall von Hanna W. Ja, wie schon gerade gesagt, vieles ist alles so eine Art ja, Kleingemützel im Moment. Und da muss man schauen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Eben die Überprüfung des Handys, hat Sebastian jetzt ein Handyspiel gespielt oder nicht? Wie sieht es aus? Kann man sich diese Verletzungen zuziehen, indem man dort in dem Wasser treibt? Aber interessant war dann, würde ich jetzt hier auch nochmal sagen, das psychologische Gutachten hier über Sebastian T. Klar, dass das an einem nagt, wenn man seinen Führerschein machen will und ihm dann jemand sagt, ob er einen Kindersitz braucht, damit er ans Lenkrad rankommt. Und dass man, dass man bei der Arbeit dann einen Heizkörper nicht alleine schleppen kann. Ja, okay. Aber jetzt sage ich, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, es ist jetzt nicht klar, wer jetzt gesagt hat, ob er einen Kindersitz braucht, als er den Führerschein machen wollte. Also wenn das jemand aus dem Umfeld ist, dann ist das einfach nur ein Joke, also ein bisschen Triezen oder wie auch immer man das bezeichnen will. Das belastet einen dann einfach nicht so sehr, sondern man guckt einfach, was man dem Gegenüber dann vielleicht vorwerfen kann oder ähnliches. Und mit Sexualität hat er es anscheinend auch noch nicht wirklich gehabt, mit 22 Jahren. Er hat ja versucht, eine Freundin zu bekommen oder was auch immer, aber das scheint auch noch nicht gelungen zu sein. Von zu Hause hat er sich auch noch nicht gelöst mit 22 Jahren. Also ich möchte jetzt nichts Böses sagen, aber insgesamt scheint er eine sehr traurige Gestalt zu sein. Ich meine, ich kenne auch Leute, die früher mal auf eine Förderschule gegangen sind, weil das am Anfang mit dem Lernen nicht so ganz geklappt hat. Aber auch die haben ihr Leben vollkommen in den Griff bekommen. Das hat sich dann nach ein paar Jahren gegeben. Die haben dann ihren normalen Schulabschluss gemacht, haben heute einen Job, der ihnen auch Spaß macht, haben eine Beziehung, also alles wunderbar. Mich würde da auf jeden Fall mal interessieren, wie es bei ihm zu Hause dann abgegangen ist oder wie sich seine Eltern ihm gegenüber verhalten haben, immer schützend, nichts fordernd, nichts fördernd oder ähnliches, dass sie dann immer versucht haben, vielleicht ihm auch so von einigen fernzuhalten. Das hört sich irgendwie so an, weil der ist irgendwie überhaupt noch nicht richtig in die Gänge gekommen, der Junge. Und man kann ganz fest davon ausgehen, dass er, wenn er verurteilt wird, nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusionen mehr zu machen. Und wenn ich mir die Ausführungen des Gutachters so anhöre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er eventuell Hanna angesprochen hat oder es irgendwie zu einer Begegnung kam und Hanna ihn vielleicht gekränkt hat. Vielleicht hat sie ihn ausgelacht. Vielleicht hat er versucht, mit ihr zu sprechen oder sie noch zu irgendetwas einzuladen, man weiß es nicht. Und dass sie einfach einen Spruch darüber gemacht hat, weil er so klein ist und ihm ganz klar abwertend zu verstehen gegeben hat, dass sie mit ihm mit Sicherheit nichts zu tun haben möchte in der Form. Und
dass er dann durch diese Kränkung vielleicht ja eben so eine Art Ausraster gehabt hat, um eben diese Demütigung loszuwerden. Dass es dann eben vielleicht zu diesem Aggressionsausbruch kam, wo er dann tatsächlich, auch wenn er 20 cm kleiner ist, eben sie überwältigt hat, sie niedergeschlagen hat und sie dann eben auch in den Bach geworfen hat. Also ich denke mal, es kommt jetzt erst einmal auf dieses Gutachten an, ob man sich jetzt auch, wenn man in dem Fluss oder in dem Bach treibt, sich diese Verletzung zuziehen kann oder nicht. Wir müssen da tatsächlich abwarten, wie es weitergehen wird, ob es eine Möglichkeit zur Verurteilung des Angeklagten gibt oder ob tatsächlich noch, sage ich mal, Beweise wohl eher weniger, aber Gutachten sagen, es könnte auch anders gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!